Wir sind heute hier, weil wir das Maifeld Derby Rodeo machen. Die Tour organisiert vom Greener Maifeld Derby zum Maifeld Festival. Und wir machen das, weil wir alle demonstrieren wollen, dass wir auch klimafreundlich zum Festival anreisen können. Klimafreundlich mit dem Fahrrad, mit viel Spaß, mit tollen Überraschungen unterwegs. Genau, vom Karl-Benz-Stadion haben wir uns dann alle eingefunden und da hat die Band Sleepy Volcano ein kleines Konzert, ein kleines Akustikkonzert gespielt. Und es war gedacht als Überraschung für die Leute, die tapfer am Sonntagmorgen aufgestanden sind und mitgefahren sind mit dem Fahrrad. It's a right place and when the moon needs to sun down, stars fall apart. And when the moon needs to sun down, stars fall apart. Ich fand es echt toll. Hat mir gut gefallen. War ruhig und schön einfach. Schöne Musik. Die Strecke geht heute von Mannheim, hier vom tollen Wasserturm, bis auf das Festivalgelände. Und da wird es im Anschluss auch die Pressekonferenz geben und die Verleihung der Greener Maifeld Derby Awards. Da werden alle Partner ausgezeichnet, die das Greener Maifeld Derby dieses Jahr unterstützt haben. In unserem Greener Maifeld Zelt hatten wir ein Fahrrad aufgebaut, was hinten einen Smoothie-Antrieb, Maschine, Mixer hatte. Und genau, da konnte man einfach 20, 30 Sekunden strampeln und hatte dann einen fertigen Smoothie. Und genau, ganz ohne Elektrizität und ohne Strom. Da das Festival so schön organisch momentan wächst, beziehungsweise auch viele Besucher von weiter her kommen, wollen wir in Kooperation mit Rad im Quadrat in den kommenden Jahren auch Fahrradtouren von Heidelberg, eventuell Frankfurt oder anderen Städten, die es gerne aufnehmen wollen, anbieten. Wir freuen uns sehr darauf und ja. Auf ins Maifeld Derby 2015.